Hallo, liebe Plasma-Kata-Fans. Willkommen zurück bei einer neuen Episode von Dead Space, dem Remake. Alright. Das letzte Mal waren wir noch in einem anderen Bereich. Ich bin schon mal zurückgegangen, habe noch meine Knoten investiert. War nochmal bei einem Shop was abgeben. Und jetzt haben wir noch die letzte Sidequest offen. Find die Rig von Monorail Supervisor Benson. Die holen wir uns jetzt. Denn das ist jetzt nur möglich, damit wir jetzt endlich diese Masterüberbrückung bekommen. Oder zumindest glaube ich, dass wir dann irgendwie die Möglichkeit bekommen, diese zu erhalten. Okay. Lass mal keine Munition, habe ich nur 7, aber das passt. Da ist die Monorail. Oh yeah. Da war doch schon was. Wuhu! Cut of the limbs. Who the fuck are you? Motherfuck. Ja. Yeah. Das müsste sie sein. Nice. Bevor ich sie aufhebe, gucke ich nochmal, was hier in der Ecke ist. Weil wir haben diesen Bereich hier schon ziemlich gut überwacht. Aber scheint nichts mehr da zu sein. Erstelle eine Master-Sicherheitsüberbrückung. Na also. Okay, wie stelle ich die denn her? Erstelle eine Master-Sicherheitsüberbrückung. Das sollte genug Rigs sein. Das sollten genug Rigs sein. Ich kann von der Konsole in der Kabine des Captains eine Master-Sicherheitsüberbrückung einrichten. Okay, dazu muss ich auf die Brücke, denn die ist dort. Dann wähle ich das mal an. Denn ich will diese Master-Überbrückung unbedingt haben, damit ich noch diese Kisten und Türen öffnen kann, die noch auf der Ishimura zu sind. Weil wir werden später nicht mehr auf der Ishimura sein. Und deswegen würde ich das noch gerne erledigt haben, bevor wir dann ins letzte Kapitel einsteigen. Deswegen, und wir sind ja schon in Kapitel 10. Deswegen einfach nochmal auschecken, wo haben wir was vergessen, beziehungsweise konnten wir nicht öffnen, was gibt es noch zu looten, damit wir vorbereitet sind für das Ende. Denn viel kommt nicht mehr, sage ich schon mal. Da will ich nochmal nach Möglichkeit alles abgegrast haben. So, da war der Shop. Ja, genau, wir müssen zum Atrium. So. Das Atrium. Dem Atrium. Ich muss für den anderen Aufzug wahrscheinlich, ne? Ja, der führt mich dann nach oben. Badampampam. Kann ich endlich diese Tür öffnen, so. What? Ich muss zurück. What the fuck? Ach so, war das der Gang. Ah, stimmt, ich muss am Speicherpunkt einmal runter. Ich glaube, das war der Fehler. Muss ich in den Aufzug? Ich muss runter. Sorry for that. So, Momentchen mal. Wieder mit der Musik los. Da so lang. Genau, weil da unten war ja diese Konsole und beziehungsweise dieser Sitz des Captains. Von hier aus hat er die Übersicht. Hier so, genau. Da habe ich ja auch die Quest bekommen. Master-Sicherheitsüberbrückung. Freigeschaltet. Vollständige Räumung. Alle Zugänge werden protokolliert. Geil, Lorne. Die Mission abgeschlossen, sie sind nicht autorisiert. Wir werden auch nochmal in dieser Folge natürlich ins zurückgehen ins Dings. Sag schon hier. Hydrostation. Denn da ist nämlich auch noch eine Sidequest offen und
Bei dem anderen, da kann ich leider noch nicht viel tun. Wir gehen mal direkt mit diesem Aufzug hier nach oben, weil da war ja direkt eine Tür mit der Masterüberbrückung. Cool wäre halt nur, wenn ich an den Türen sehen könnte, beziehungsweise auf der Map sehen könnte, wo die sind. Aber somit muss ich nochmal durchs ganze Schiff durch und abgrasen, wo was ist. Am Ende mache ich das halt auch offscreen, weil es einfach in eine Folge zu packen irgendwie nicht zielführend ist. Weil ich halt nicht weiß, wo die halt sind. Nachgucken will ich da halt auch nicht, weil sowas ist lame. Es sei denn, ich krieg halt komplett einen Anfall und weiß nicht, was ich tun soll. Pulsgewehr-Upgrade. Geilon, damit haben wir das letztlich gefunden. Wird drauf. So, keine Ahnung, ob hier noch was war. Gehen wir einfach mal den Gang entlang. Glaube zwar nicht, aber noch mal kurz hier durchstöbern schadet ja nicht. Da ging es, glaube ich, zur AAS-Kanone, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, da war nichts mehr. Ich glaube, da stehen wir auf verlorenem Posten. Ja, hier ging es raus zur AAS-Kanone, glaube ich. Ah ja, genau. Nee, okay. Das bringt hier nichts. Da draußen war nichts. Aber dann habe ich diese Tür schon mal geöffnet, da unten. Ich könnte nochmal in andere Bereiche gehen, hier auf der Brücke. Jedoch weiß ich nicht, wo was ist. Kann ich das wirklich nicht anhand der Map irgendwie eintragen lassen oder so? Legende. Oh. Masterüberbrückungskisten. Masterüberbrückung. Wie kann ich mir das denn anzeigen lassen? Vergrößern, verkleinern. Scrollwheel, navigieren. Alt-Tasten. Okay. Masterüberbrückungskisten. Okay, das heißt, ich muss die. Ah, wenn ich näher auf die Map gehe, kann ich das sehen. Oh mein Gott. Okay. Alles klar. Gut, aber dann. Dann war meine Kritik unberechtigt. Denn man kann das anscheinend auf der Map sehen, wenn man nah genug ran scrollt. Dementsprechend kann man sich dann anschauen, wo sind noch Kisten oder Türen mit der Masterüberbrückung. Wir gehen jetzt trotzdem erstmal auf die Hydrostation. Keine Ahnung, ob da auch noch was ist. Werden wir ja sehen, wie wir dann dort sind. Und ansonsten würde ich dann halt Cut machen und dann mich nochmal umschauen nach den Master-Sachen. Wenn es mit der Map zu finden ist, dann dürfte es für euch, denke ich mal, auch zu finden sein. Frag mich gerade, ob wir hier nochmal durchgehen sollten. Aber ich kann auch anhand der Map gucken, ob hier was ist. Das tun wir jetzt mal gerade. So, ich kann doch auch Stockwerke ändern, oder? So, mit den Pfeiltasten kann ich so ein bisschen navigieren. Gut, hier ist nichts. Etage wechseln. Dritte Etage. Gut, auf der dritten Etage ist nichts. So, wechseln wir auf die zweite Etage. Auf der zweiten Etage ist nichts. Auf der ersten Etage ist nichts. Fünfte Etage ist auch nichts. Sechste Etage. Das ist die AAS-Kanone. Ist nichts. Wenn ich das richtig sehe, heißt es dann, hier ist also wenn ich das so sehe, ist hier eigentlich nichts mehr auf der Brücke an Türen oder Kisten mit der Masterüberbrückung. Dann können wir auch wieder zur Hydrostation gehen. Und dann gucken wir uns die anderen Bereiche dann einfach an, sobald ich dort bin. Was ist denn jetzt? Das ist auf einmal so dunkel. Hallo? Jemand hier? What the fuck? Was war das? Da, halt dein Maul. Kam das her? Da bist du. Bastard.
Kam das jetzt durch die Master-Überbrückung? Jetzt neue Gegner getriggert werden? Aber ich muss hier gar nicht lang. Bin ich doch falsch? Falsch bin ich hier. Seltsam. Bin ich auch hier durch? Nö. Ist egal. Ah, lass mich in Ruhe. Help. Ich will hier weg. Ich will das nicht. Nee, Quatsch. Zum Monorail geht's. Hier lang. So. Da, ab in diesen Kasten. So. Hydrostation war fast am Ende. Genau. Let's go. So, lass mal schauen. Ja, dann fehlt nur noch Meisters Quartier, aber das kommt ja dann als nächstes. Besatzungsquartiere, da kommen wir ja als nächstes dann hin. Und das dürfte dann auch das Ende von Kapitel 10 dann wiederum sein dort. Und dann Kapitel 11 und 12 sind, glaube ich, dann schon direkt auf dem Felsen, der in der Ishimura hängt mit dem Marker. Da so lang. Hydrostation. Einmal nachladen. Where I have to go? This way. Findest du gut, dass man immer noch so drin ist dann in der Welt von Dead Space, wenn man einmal eins gespielt hat. Vor allem, ich habe jetzt parallel nochmal mit Dead Space 2 angefangen, weil ich so Bock hatte. Dachte mir so, ja, geil on. Es macht echt so Laune und die Steuerung ist halt immer noch die gleiche. Aber das Gameplay hier hat auch durch die Sidequests, was sie gemacht haben. Das ist schon sehr cool. Also ich finde es halt so geil, dass sie nochmal Bereiche der Ishimura halt erweitert haben. Und Gegnertypen sind immer noch die gleichen wie im Original, nur dass es jetzt wesentlich nochmal mehr Tiefgang gibt, was gewisse Charaktere halt einfach angeht. Wie gesagt, den Regenerator haben sie eine eigene Backstory gegeben. Mercer ist auch nicht mehr so flach geschrieben wie noch im Original. Also ich fand das halt so ein bisschen so, ja, ist ein verrückter Wissenschaftler, das war's. Aber nee, er hat irgendwo so schon, so verrückt er auch ist, nachvollziehbare Motive. Also er tut das, woran er glaubt, was ja vollkommen okay ist und legitim. Und dann so, ja. Wirkt für mich schon so, als ob er dann wüsste, was er dort tut. Und dass es halt auch gerechtfertigt ist. So, da können wir rein. Das habe ich noch nicht geöffnet. Ah, Tür 3. Easy. Bitte. Hören Sie auf. Ah, es sprüht wieder. Stimmt, ich könnte nochmal auf die Map gucken. Master-Überbrückung. Ah, guck mal, da ist eine... Da ist hier schon gleich direkt... guck mal, dieses... Das Zeug, was da rausgesprüht wird, das beeinflusst die Grafik der Map. Clever. Mega gut. Ja. Aber dazu müsste ich nochmal zurück. Machen wir das mal. Alter! What the fuck? Das hat mir Schaden verursacht. Uff. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der Schaden so ausfällt. Fucking hell. Okay, ich muss einmal nach rechts hier. Nach links. Damn, boy.
was es mir abgezogen hat gerade an Lebensenergie. Waffen-Upgrade, der Ripper. Nee, Strahlenkanon-Upgrade, okay. Ist hier noch eine Werkbank? Könnte ich das gleich, nee. Ist nur ein Verkaufsautomat hier. Oh, Verkaufsautomat. Ich gehe nochmal kurz zum Automaten und hole mir meine Medipacks zurück. Geil, und ich habe nur noch zwei kleine. Ey. Ich werde zwei, dreimal getroffen, dann bin ich tot. Das ist mein Inventar ziemlich voll, aber das passt schon. Weil ich an der Werkbank nämlich bin, wird das hier abgegeben. Und dann kann ich den jetzt auch nochmal verkaufen. Kann ich auch verkaufen, die brauche ich nicht. Okay. Ich habe 60.000. Ah, sollte ich gegen Ende noch genügend Kohle übrig haben, dann wäre auf jeden Fall noch ein paar Knoten drin. Aber das hier, ey. Holy shit. Ich hab nicht gewusst, dass das Säure ist. Fuck. Ich muss mich nochmal ein bisschen heilen. Nutzen. Nee, so sollte es passen. Ja, der Plasma-Cutter mit dem Verbrennen, das ist einfach so geil. Dass sie halt, wie gesagt, durch das Feuer halt auch nochmal Brandschaden nehmen. Holy shit. Okay. Start. What? Oh nein! Guck mal durch die Stase. Oh nein, weil ich den Typen gekillt habe. Ah nein. Was ist los? Come on. Fuck you. Festgenagelt. Er hat was fallen lassen. Sehr gut. Jetzt. Damit habe ich nicht gerechnet, dass hier noch so viele Gegner sind. Oh Gott. Okay, wir sind hier jetzt in einem anderen Bereich. Dann gucken wir doch mal, was mit der Masterüberbrückung ist. Ist hier noch was? So, machen wir mal hier Etage wechseln. Wir müssen zur Etage 3. Ne? Genau. So. Hier ist nichts. Machen wir mal Etage 4. Etage 4 ist auch nichts. Etage 5. Nein, Etage 6. Auch nicht. Etage 1. Das war eben der Raum, wo wir waren. Etage 0 ist die Monorail. Ist auch nichts. Okay. Das heißt, hier gibt es nichts mehr mit einer Master-Überbrückung. Das heißt, ich kann frohen Mutes da oben fahren. Und dann in Etage 2. Dann diese Sidequest beenden. Ich muss wahrscheinlich, ja. Da so rein. Ah, die Tür war vorher, glaube ich, verschlossen, kann es sein? Oh boy, das auch noch. Oh Gott! Oh, bitte nicht. Das war knapp. Kam immer näher. Ah, Sauerstoff, ey.
Gallius lässt nicht ab. Okay. Toxische Gefahr beseitigt. Grün, hier. Es gibt schlimmere Orte, um diskret zu arbeiten. Hier gibt es Gifte, die in der Nähe. Oh, ein stärkerer Gegner als rote leuchtende Augen. Können Ihnen diese Gifte nicht mehr anhalten? Die Generation. Werde ich sie. Wenn Sie das versuchen, Mr. Harris, bleiben, das ist eine Option. Das Eindämmung. Gibt's jetzt mal? Au. Selfit. Hätte ich bei meinem letzten Modulentwurf nur nicht so viel Osmium verschwendet. Nur 100 gibt ihr. Und wie fühlen Sie sich jetzt? Ich habe ein großes Medipack gerade benutzt, jetzt bin ich wieder voll. Vielleicht ist es der Zeit für Ihre erste richtige Jagd. Prototyp Stase-Modul. Errungenschaft freigeschaltet. Letzte Regeneration. Okay, vorsätzliches Fehlverhalten. Wir haben die Quest, denke ich mal, abgeschlossen. Mit dem Regenerator war das. Ist das richtig? Ja. Untersuche Mercers Quartier. Kein sagt, Mercer habe alle Forschungen über den Marker in seinem Quartier auf dem Besatzungsdeck verlegt. Nicole sagt mir, dass du nicht in eine Falle getappt bist. Ich muss dorthin gehen, ich muss das wissen. Okay. Können wir noch nicht, aber das machen wir gleich. So. Mal wechseln. Toxische Gefahr registriert. So, jetzt aber raus hier. Toxische Gefahr beseitigt. Okay. Wäre denn die nächste Werkbank, frage ich mich. Mit den Pfeiltasten navigieren muss. Ja, die nächste Werkbank ist hier. Das ist noch ein Shop. Ah, ist egal. Kommen wir noch hin. Weil ich habe jetzt 2 Knoten und ich habe noch was an der Werkbank abzugeben. Dafür bekomme ich ja auch noch Knoten. Deswegen habe ich gedacht, ich guck mal, wo eine ist. Hier dürfte, glaube ich, unten eine sein. Hier auf der ersten Etage müsste, glaube ich, eine Werkbank sein. Ich guck gleich nochmal. Ich glaube, ja. Oder auch nicht. Okay, dann habe ich mich wohl ein bisschen verkalkuliert. Macht aber nichts. Ich bin gerade am überlegen, ob wir vielleicht es doch zusammen machen und nochmal in die Station gehen und dann gucke ich einfach mal straight auf die Map, ob da was ist mit einer Master-Überbrückung und dass wir die Hauptquest das nächste Mal dann weitermachen. Weil die eine Sidequest ist ja erstmal gestoppt und wir müssen erstmal die Mainquest weitermachen, um die Hauptquest. Wir müssen erstmal die Mainquest machen, um die Sidequest machen zu können. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass es so viel Schaden verursacht hat, dieses Sprühzeug. Was auch immer da drin ist. Wow. Schön saftig heute. Der saftet aus, aber wie? Okay. Die Hydrostation ist erstmal abgeschlossen. Hier gibt es nichts mehr für uns zu tun. Dann wieder zu Monorail. Monorail. Dann würde ich jetzt nochmal einen Abstecher machen in die Krankenstation. Um zu schauen, was da noch ist. Was einer Masterüberbrückung bedarf. Hier war glaube ich nichts, oder? Monorail? Nee. Na gut, hatte ich ja geguckt vorher schon. Hier in dem Gang eigentlich. Ach, das war so ein Verbindungstunnel, kann das sein? Ah, ja. Stimmt. Ja, gut, aber hier gibt's ja nichts. Also. Kann ich ja auch wieder gehen.
Solange es nichts mit einer Masterüberbrückung zu tun hat, ist es mir auch relativ wurscht. So. Ich könnte natürlich auch aufs Abbaudeck gehen oder hier Hangar Fracht Monorail-Steuerung, also einfach eine Station weiter. Eigentlich wollte ich zur Krankenstation, aber wir können ja noch erstmal nach hinten fahren. Abbausektor Maschinenraum. Ja, fahren wir erstmal zum Abbausektor Maschinenraum. Dann gucke ich da nochmal kurz auf die Map, um zu schauen, ob da noch was ist. Station bei Abfahrt prüfen. Wir können links oder rechts raus, das ist eigentlich egal. Jetzt erstmal gucken. Also, was haben wir denn hier? Das ist hier noch was mit einer Masterüberbrückung? Hier in dem Bereich jetzt erstmal nicht. Etage 3. Etage 6. Auf Etage 6 ist nichts. Etage 5 befinden wir uns, Etage 4. Da ist was sogar noch mit der Tür 2 und da haben wir noch was mit einer Masterüberbrückung. Das heißt, das lohnt sich schon mal. Sehr gut. Hier, da ist ein Gang für ein Aufzug. So, Etage 3. Die Etage 3 scheint es nichts zu geben. Etage 2. Auch nix. Sehe kein Symbol. Etage 1, jo. Also, das heißt, Etage 4 war's. Gut. Dann muss ich nochmal gucken, wie komme ich eine Etage weiter runter. Ich glaube, das war auf der Seite, kann das sein. Ach, guck mal. Das ist ja ein komplett anderer Bereich jetzt. Aber das ist eine Tür mit einer Masterüberbrückung, da gehen wir direkt hin. Machen wir direkt mal. Ach, hier war ich doch eben. Ah, das war der Bereich hier. Ja, ja. Hier. Ich erinnere mich an diese Tür hier. Geil, Mann. Oh. 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 Zwei große. Oh. Zwei große Medipacks. Oh. Geilo. Jetzt dreht sich bei mir direkt schon alles. Das? Geld wahrscheinlich, ne? Kredits. Sicherheitskarte wird erfasst. Was ist das denn? Laserkanonen-Upgrade. Die ganzen Upgrades. Upgrades. Super cool. So, mit dem Aufzug komme ich damit. Nämlich in Etage 6. What? Kann mit dem Aufzug runterfahren. Oh, Etage 4. Ich würde dann hier so rauskommen. Bringt mir aber nichts. Wait, warte mal. Etage 5. Ja. Ja, wenn ich hier eine Station weiter runterfahre, gibt es hier auch noch. Da ist ein Raum, der ist aber leider verschlossen. Aber da ist einer mit Stufe 3. Geil, und mache ich mal direkt. Ah, das war mit dem großen Aufzug hier. Ich erinnere mich, ja. Aber hier ist eine Workbench, endlich. Ah, oh, ja. Strahlenkanone, Upgrade-Diagramm erweitert. Eine neue Spezialfähigkeit ist jetzt verfügbar. Und das Ganze gilt natürlich auch für die anderen Waffen. 5 habe ich. Geilo. Impulsgewehr könnte ich jetzt auf Max bringen. Perfekt. Wir haben noch 2x Schaden. Dafür würde ich gerne die Knoten ausgeben. Ich habe 5, das heißt 3 brauche ich. Und das Special könnten wir uns auch noch holen. Granaten haben einen viel größeren Explosionsradius. Das Special 2 ist halt, Munitionskapazität wird nochmal erhöht. Jo, schön und gut. Ich will aber das finale Upgrade haben noch für den Plasma-Cutter hier. Nahkampfangriffe können Gegner zu Boden werfen. Ich glaube, das ist ganz witzig. Aber ich greife nicht so oft Nahkampf an. Aber Plasma-Cutter Only One wird das wichtig. Deswegen werde ich mir dieses Special auch höchstwahrscheinlich holen. Weil eine der Möglichkeiten, wenn man Plasma-Cutter Only Run macht,
Munition zu sparen, ist nämlich in die Gegner mit Stase befeuern und dann dementsprechend zuhauen. Ich sag mal, auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad dauern die Gegner echt lang, weil die halten halt echt viel aus. Aber es lohnt sich dann halt schon, weil Munition ist rar und man bekommt halt so wenig Geld. Strahlenkanone, yo. Da fehlt noch ein Upgrade. Ich denke mal, das finden wir noch. Die Laserkanone, ja. Fehlt auch noch ein Upgrade, denke ich mal. Geilon. Okay. Impulsgewehr. Also, Kapazität. Schaden. Schaden. Ja. So, Plasma-Cutter. Investieren wir auch nochmal eins in die Feuerrate. Damit ist die Feuerrate auch auf Max. So, das war's. Ich finde, das ist eine recht gut investierte Sache. So, hier werde ich mal speichern. Ich weiß, wir sind eigentlich schon am Ende der Folge angelangt, aber wir gehen noch kurz hier vorbei und schauen mal, was uns da noch erwartet in diesem Raum mit der Nummer 3. So, ich bin jetzt in dem Aufzug, ne? So. Etage 5 war's, ne? Ich komme dann da raus. Dann laufe ich den Gang entlang. Durch eine Tür. Und dann ist hier ein... eins runter. Dann ist da dann eine Tür der Stufe 3. Ich hatte, glaube ich, die Stufe 3 zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ist zwar jetzt nichts mit einer Master-Überbrückung, aber scheiß drauf. Ich will ja alles abgrasen. Ich will das Spiel von der Map her auf 100% haben. Deswegen machen wir jetzt hier noch diesen kleinen Abstecher vor dem Ende der Folge. Und dann werde ich offscreen schon mal zur nächsten Tür gehen mit dieser Master-Überbrückung. Habe ich jetzt eigentlich wieder Munition für den Plasma-Cutter? Jawohl, ja. Nachladen geht so schnell, das ist so gut. Wo bin ich jetzt? Okay, bis zum Ende des Ganges. Einfach. Wo ich lang gehe, ist eigentlich egal. Also ich habe nach hinten geguckt, das heißt nichts Gutes eigentlich. In der Regel heißt das, dass das dein Gegner ist. So, das war die Tür, die verschlossen ist, genau. Kann man die irgendwie öffnen? Ist da auch wieder so ein... Nee. Ich sehe da drin definitiv was. Kommt man da rein? Da muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben zu. Guck hier. Das ist auch neu in dem Spiel hier. Remake. Das gab es vorher halt auch nicht. So Räume, die man von innen öffnen musste. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, das jemals gesehen zu haben. Hier. Kann man auch nur mit Level 3 öffnen und hier auch. Guck mal, wie geil sich das gelohnt hat, hier nochmal vorbeizugehen. Im Abbaudeck. Mega gut. Da ein Schema für die Laserkanone. Cool, yo. So, bevor ich mich noch hier komplett verirre, lass die Map an. So, hier lang. Und jetzt hier. Das ist so geil, ich kann mit aktivierter Map einfach weitergehen. Man muss nicht stehen bleiben, da das ein Holo ist. Ach, hier sind wir. Ah ja, okay. Ja. Okay, da ist die Tür. Da ist auch noch ein Shop. Da gebe ich mal das Schema ab, dann ist es nicht mehr in meinem Inventar. Perfekt, und dann kann ich das ja auch noch verkaufen. Fast 75.000, ich bin so fucking rich. Das ist unfassbar. Ah, die Munition ist jetzt zum Kauf verfügbar. Ich kann mir natürlich noch die anderen Sachen kaufen, damit wären die Waffen halt auch möglich auf Max abzugraden. Das werde ich aber im New Game Plus machen. Wie gesagt, nachdem ich das hier durchgespielt habe, mache ich nochmal einen Run. New Game Plus auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad. Und dann mache ich nochmal einen Plasma Cutter Only Run im Livestream. Und vielleicht auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad mal gucken. Es könnte dezent Pain in the Ass werden.
weiß noch nicht ganz genau, ob ich mir das antun möchte. Muss ich mir noch überlegen. Okay, ich habe alles mitgenommen hier drin. So. Mal fix auf die Map geschaut. Dann war es das hier, ne? Ja. So, Etage 4. Auf dieser Seite. Also es sind ja zwei Seiten im Prinzip. Zwei Seiten der gleichen Medaille. Gut, Etage 2 ist... Ach, zwar... Ah, das war das, wo man das umleiten musste. Die Räume habe ich untersucht. Das heißt, da muss ich nicht nochmal hin. Etage 1, ganz unten, ist noch ein Raum mit 3. Da gehen wir jetzt als letztes hin. Dann haben wir diesen Bereich hier abgegrast zu 100%. Und dann können wir... wieder zurück. Was war denn das nochmal für ein Raum? Achso, das führt mich nur wieder in den inneren Bereich. Okay. Gut, gut, gut. Dann einmal zurück. Ich muss zum Aufzug. Und dann fahren wir ganz nach unten. So, Wartung. Dass sie diese Bereiche eingebaut haben, in die man mit dieser Sicherheitsfreigabe halt sonst nicht reinkommt. Das ist halt so... Boah. Hat man ein bisschen Backtracking, aber so hat man auch mehr Spaß mit dem Spiel und hat das nicht so schnell abgefrühstückt. Ich glaube, Speedruns von dem Spiel werden super interessant sein, weil ich glaube, die meisten Räume werden dann halt geskippt. Und ich frage mich, ob es auch wieder so eine Möglichkeit gibt. Ich habe mal einen Speedrunner gesehen, der hat so einen Skip gezeigt, wo man im Prinzip halt auch... sich komplett durch die Map glitscht. Ob das im Remake auch funktioniert, mal sehen. Bin ich mal gespannt. So, das müsste... Entschuldigen Sie, ich war noch nicht bereit. Kam halt einfach... Ich konnte nicht so schnell reagieren. Hier bin ich jetzt? Bin ich auf der falschen Ebene? Moment. War das nicht Ebene 1? Etage. Ach, ich komme mit dem Aufzug gar nicht zu Etage 1. Bausektor. Wo muss ich denn da hin? Ach, wahrscheinlich mit dem Aufzug hier, ne? Kann das sein? Der führt mich dann... Mit dem komme ich wahrscheinlich runter, ne? Da muss ich nochmal... Ah, verstehe. Da muss ich nochmal ein Stückchen fahren, sehe ich gerade. Ach, okay. Okay, jetzt muss ich doch wieder öfters mal auf die Map gucken, um mich zu orientieren. So. Das wusste ich nicht. Ich habe gedacht, ich fahre hier runter. Losigkeit aktiviert. Ach, hier war das. Stimmt ja. Kann ich zur Ebene... Ist Ebene 1 hier das gemeint? Der untere Bereich hier? Nee, oder? Oh, es gibt eine Tür hier unten. Fuck. Okay. Ach, da! Das ist interessant, okay. Das habe ich nicht gesehen beim letzten Mal, als ich hier war. Freigabe bestätigt. Schwerelosigkeit deaktiviert. Lambeffer Upgrade, interessant, okay. Das liegt also hier rum. Du bist's. Jetzt dürfte ihn eigentlich getötet haben. Weil die halten nicht viel aus. Einen Knoten gibt's auch noch, ich werde nicht mehr. Geil, und. Wenn es so weitergeht, habe ich die. Upgrades gefunden für die Waffen. Und die restlichen muss ich mir dann halt, also was heißt muss, kann ich mir dann kaufen. Aber wenn ich die schon gefunden habe und eingelöst habe, muss ich das im New Game Plus nicht machen. Denke ich jetzt mal. Muss die nicht nochmal zusätzlich finden. Das würde ja bedeuten, ich habe es ja dann geschafft, die Upgrades zu finden und die anderen im Shop kann ich mir ja dann kaufen. Aber wenn ich schon mal einen aufgerüsteten Plasma-Cutter im New Game Plus habe, das hat schon viel Wert. Weil, wenn ich auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad starte,
schon eine aufgerüstete Waffe habe, das wird mir vieles erleichtern. Ach, warte mal, weißt du was? Hier. Mach mal. Ja, das muss jetzt sein, ne? Bastard. Hier, kriegst nochmal einen nach. Oh, du bist's. Hier, ein Schuss aus dem Plasma-Cutter. Bäm, kaputt. Nix könnt ihr. Oh, und mit diesem Aufzugbild verlasse ich euch erstmal. Wir sind hier erstmal am Ende der Folge angelangt. Wir machen trotzdem weiter und gehen nochmal auf Türen- und Kistenjagd. Ich werde jetzt nochmal komplett hier aus diesem Bereich rausgehen in den anderen Bereich des Abbaudecks. Danach fahren wir zur Krankenstation und dann haben wir, denke ich mal, alle Stationen abgegrast, weil auf der Brücke war nichts mehr, habe ich ja gesehen. Und jetzt geht es nur noch darum, die restlichen Türen noch zu öffnen und die Sachen zu finden, die da drin sind. Und dann geht es mit der Mainquest weiter. Ich denke mal, das schaffen wir in der nächsten Folge. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Dead Space.